Und damit ein wunderschönen guten Tag in die Runde. Herzlich willkommen zum 3. Januar 2023. Wir haben es 16:30 Uhr und in genau 4,5 Stunden, vielleicht so in der Art, wird es das Finale geben. Das Finale der Darts-WM, die uns seit dem 15. Dezember hier begleitet. Und ich möchte ganz kurz mit euch darüber sprechen, wie die Wege der beiden Finalisten waren, wie erfolgreich sie gespielt haben und wer Favorit ist und natürlich wer meiner Meinung nach Weltmeister werden wird. Ich wünsche euch dabei ganz, ganz viel Spaß und jetzt schauen wir erstmal auf die Finalisten. Auf der einen Turnierseite steht Michael Smith an, Nummer 4 gesetzt, und er hatte eine schwierige Lappalie, beziehungsweise einen schwierigen Weg. Er hat sich selbst oft schwer gemacht, bis er ins Finale gekommen ist. Er gewinnt sehr souverän gegen Nathan Rafferty, hat da keine Probleme, spielt dann jedoch gegen Martin Schindler und hat da wirklich ein paar Probleme. Liegt 3-1 zurück und mit durch ein bisschen Glück und natürlich auch Willensstärke kann er da zurückkommen, kann Martin comebacken und haut leider aus deutscher Sicht Martin Schindler aus dem Turnier. Das war eine sehr, sehr starke Leistung, die hätte er meiner Meinung nach vor einem Jahr gar nicht erbracht, weil er stärker mental geworden ist. Gegen Joe Cullen spielt er extrem überragend, performt auf einem anderen Level, spielt einen 103er Average, gibt nur einen Satz ab gegen die Nummer 13 der Welt. Sehr, sehr starke Leistung. Und dann gab es wieder im Viertelfinale so einen kleinen beziehungsweise großen Ausreißer. Er spielt 91 Punkte. Er darf das Spiel gegen Stephen Bunting auf gar keinen Fall gewinnen. 5-3 gewinnt er hier und das ist deutlicher, als es war. Stephen Bunting hätte also auf jeden Fall den sechsten, den siebten Satz holen können. Bei ihm waren am Ende die Doppel. Insgesamt, haltet euch fest, 44 Darts schießt der Mann am Doppel vorbei. Das entspricht einer Doppelquote von 24% und das ist zu wenig. Smith vom Scoring her nicht überragend, aber trifft fast jeden zweiten Dart im Doppel und macht sich so irgendwie dann auch einfach. Aber ich glaube, gegen jeden anderen Spieler mit ein bisschen mehr Konstanz wäre Smith hier rausgegangen, weil er seine Probleme irgendwie nicht gebündelt bekommen hat. Und dann ging es natürlich gestern im Halbfinale gegen den German Giant. Aus deutscher Sicht waren wir natürlich alle für Gabriel Clemens. Aber Smith hat das sehr, sehr stark gemacht. Also im ersten Spiel sehr stark. Im zweiten Spiel abgetaucht. Im dritten Spiel gegen Cullen sehr, sehr stark wieder gewesen. Und dann gegen Bunting ein Katastrophenspiel gemacht. Und dann doch wieder relativ gut gegen Gabriel Clemens gespielt. Extrem stark im Scoring gewesen. Da, wo Clemens Price im Viertelfinale sehr, sehr outscored hat, war das hier gar nicht möglich. Seine eigenen Anwurflecks hat er versucht irgendwie durchzubekommen. Das war am Anfang sehr, sehr okay. Das hat er geschafft am Anfang. Aber an Breaks war einfach nicht zu denken. Da war Smith zu gut. Der hat ja dauerhaft irgendwelche starken Darts gespielt. Also das war ja sehr, 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 sehr krass. Ja, beide gut auf die Doppel, aber am Ende war es das Scoring für mich der Knackpunkt der Partie beim Stand von 4-2, wo Clemens Darts auf Doppel hatte und das nicht macht und so Smith sich seinen Satz holen kann. Dann stand es 4-2, ja, oder 5-2 und dann war das Ding durch. Das war klar, beim 4-3 hätte es nochmal spannend werden können. Aber ja, das war leider schade aus Sicht des German Giants, aber hier konnte Smith wirklich richtig überzeugen und er war einfach der bessere Spieler, das muss man auch mal anerkennen. Und so steht er jetzt im Finale. Sein Gegner im Finale heißt Michael van Gerven. Und der Mann hat einen richtig souveränen Lauf. Gewinnt 3-0 gegen Louis Williams, über 100er Average, gibt keinen Satz ab. Spielt dann gegen Mensur Suljovic, der sein bestes Jahr seit, das beste Spiel seit Jahren spielt und gibt dann einen 107er Average, gewinnt er 4-2, gibt zwei Sätze ab. Gegen Dirk van Dijvenbode, der zu keinem Zeitpunkt in sein Spiel kommt, gibt er einen Satz ab, also drei Sätze. Und dann whitewasht er Chris Doby, der mich sehr enttäuscht hat im Viertelfinale. Ich glaube, er war da so, ja, okay, gut, ich gehe da mal ran, ich versuch mal Spaß zu haben. Gelingt nicht gegen Van Gerven, er hat ihn zerstört, 5-0. Doby mit einem 90er Average gar nichts gerissen. Und auch gegen Dimitri Vandenberg kassiert
Oder gibt Van Gerven kein Leg ab, keinen Satz ab, gewinnt 6 zu 0 mit einem 108er Average. Das bedeutet, Van Gerven steht im Finale, gibt drei komplette Sätze ab. Innerhalb einer kompletten WM steht dann im Finale. Also das ist eine richtige Machtdemonstration, die der Mann da abgeliefert hat. Und jetzt steht er Michael Smith gegenüber. Die beiden standen schon mal 2019 bei der WM sich gegenüber im Finale. Damals verlor der Bully Boy, aber da war auch noch ein ganz anderer Spielertyp. Das muss man ernsthaft oder ehrlicherweise auch so sagen. Jetzt könnte es anders aussehen. Meiner Meinung nach ist es aber nicht vorstellbar, dass Michael Smith hier das Ding gewinnen wird. Ich frage mich, im Scoring ist Van Gerven ebenbürtig, auf den Doppeln ist er besser und im Setup-Shots, das ist auch eine seiner großen Stärken. Wenn Smith das Bull gewinnt und den ersten Satz gewinnt oder vielleicht sogar die ersten beiden Sätze, dann kann da was gehen. Aber wenn Van Gerven 1-0, 2-0 in Führung geht, vielleicht Bull auch Anwurf hat, dann sehe ich da nichts kommen, weil Van Gerven wird seine Chancen haben. Und der wird dann auch da durchgehen. Und den wird es nicht jucken. Der versucht dann auch richtig deutlich zu werden. Ich denke, ganz so deutlich wird es nicht werden. Und ich hoffe es vielleicht auch für den Bully Boy. Aber ich denke, Van Gerven peilt hier seine vierte Weltmeisterschaft an. Ich sage, das Standardergebnis im Finale, das war jetzt die ganzen letzten Jahre so, 7-3 wird es werden. Ja, mit Abstand von 2018 und 2022, jetzt letztes Jahr, geht es irgendwie alles 7-3 aus. Also Simon, Price hat 7-3 gegen Anderson gewonnen. Wright hat 7-3 gewonnen gegen Van Gerven. Also es ist immer ein sehr 7-3iges Ergebnis. Deshalb sage ich auch, hier im Finale wird es ein 7-3 für Michael Van Gerven werden. Ich wünsche es natürlich aber auch dem Bully Boy. Und euch wünsche ich heute vor allem ganz, ganz viel Spaß bei dem Turnier, bei dem Finale der PDC World Dart Championship. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut darin. Ciao, ciao.